sind wir wieder zurück bei Kingdoms of Amalur: Reckoning. In der letzten Folge haben wir auch fast unser eigenes Haus bekommen. Und wir sollen mit dem Schmied reden, um das einzurichten. Oder auch nicht. Gut, wir reden auf jeden Fall mal eben kurz mit ihm. Zerlegen, das haben wir bisher noch nicht gemacht. Aber hier können wir halt Sachen zerlegen, die wir im Inventar haben. Und ja, das machen wir doch einfach mal. Da kriegen wir halt dann Komponenten raus, zum Beispiel hier einfache Bänder. Und ja, wir zerlegen hier einfach mal ein bisschen was. Und beim Herstellen sehen wir jetzt, dass uns halt immer noch hier viele Sachen fehlen. Sollten wir nicht eigentlich mit dir reden? Ach, ich hätte auch mit dem Schmied reden sollen und nicht die Schmiede. Ich habe viel zu tun, Fremder. Wenn es also um etwas Geschäftliches geht, solltet ihr schnell machen. Die Schmiede ist heiß, falls ihr sie nutzen möchtet. Ich habe außerdem noch ein paar Gegenstände, die ich erübrigen kann. Auch wenn ich mir sicher bin, dass wir sie schon bald brauchen werden. Ja, es wäre mir eine Freude, die alte Weberkarte für euch auf Vordermann zu bringen. Sie könnte wirklich ein paar Ausbauten vertragen. Für ein wenig Gold könnte ich euch einen Essbereich einbauen. Was meint ihr? Ja. Es wird im Nu fertig sein. Lasst es mich wissen, wenn ihr den Ausbau fortsetzen möchtet. Nun ja, ein Labortisch wäre sicherlich hilfreich. Für ein wenig Gold könnte ich einen entsprechenden Raum anlegen. Auch das klingt gut. Der Labortisch dürfte euch in dieser Gegend ausgesprochen nützlich sein. Das bedeutet, wir haben da jetzt unser eigenes Alchemielabor scheinbar drin. Die Erweiterung des Erdgeschosses ist an ihre Grenzen gestoßen. Für ein wenig Gold könnte ich allerdings noch einen Dachboden hinzufügen. Und auch das klingt gut. Also ich baue das erstmal jetzt komplett aus. Wartet nur ab, bis ihr den Dachboden seht. Ihr werdet überwältigt sein. Nun, wir müssen zwar auf das Flussbett achten, aber für ein wenig Gold könnte ich noch einen Keller anlegen. Und auch ein Keller klingt gut. Ich werde den Keller anlegen und auch für einige Pflanzen und Reagenzien sorgen. Ihr werdet es lieben. Wenn ihr weiteren Lagerraum benötigt, kann ich euch für ein wenig Gold euren Keller erweitern. Und auch das klingt gut. Seid vorsichtig, wenn ihr reingeht. Irgendwie ist während des letzten Ausbaus eine Spinne hineingekommen. Ich kann euch den Keller noch ein letztes Mal erweitern, um euch mehr Platz für die Pflanzen dort unten zu verschaffen. Es kostet allerdings ein wenig Gold. Das wird der letzte Ausbau sein, den ich für euch durchführen kann. Ich hoffe, ihr seid mit meiner Arbeit zufrieden. Ja, das gucken wir uns doch einfach mal an. Bleibt wachsam. Danke. Will ich auch gar nicht mehr wissen. So. Irgendwie muss ich 4 Gold, irgendwie muss ich mir ja die paar Tausend, die ich jetzt dort ausgegeben habe, auch wieder zurückholen. Und ja, dann warten wir doch kurz, bis wir hier draußen sind. Oh, das ist jetzt unsere Bude. Warum belästigt ihr mich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, dann gehen wir doch einmal rein und schauen uns jetzt unser heimliches Heim an. Was haben wir denn hier? Oh, egal, was wir tun können. Ein Trank der Lebensregeneration. Das ist doch schön. Ein Waffenständer mit einem Stahllangschwert. Das finden wir ganz angenehm. Genau, hier ist jetzt unser Alchemietisch. Alchemielabor. Wir könnten jetzt halt unsere Tränke herstellen. Hier haben wir jetzt auch unser Lager. Da können wir zum Beispiel Gegenstände reinpacken. Ich packe da erstmal die Dings rein, genau. Ihr wisst, was ich meine. Die Setteile, die ich nicht mehr trage. So ein bisschen Platz haben wir da jetzt ja auch drin. Ein Bücherregal, ein Liederbuch, untersuchen, ein Buch mit Liedern und Reimen über die Witwe
Hälfte des Waldes. Was haben wir hier oben? Buch über Abenteuer, ein Bett. Aussehen anpassen. Das ist ja mal spannend. Ah. Ja, wenn uns da was nicht gefällt, können wir unser Gesicht entsprechend ändern. Dann gehen wir in den Keller. Da wissen wir ja, müssen wir aufpassen wegen der Spinne. Zumindest hat er sowas angedeutet. Wie wir sehen, können wir jetzt hier auch ein bisschen Pflanzen schnappen. Platz, wo wir Gemmen schlagen können. Und ja, wie gesagt, Pflanzen, die sollen wohl auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, regelmäßig nachwachsen. Ja, das ist doch schön. Vor allem in unser Lager. 155 Plätze, das ist natürlich ganz schön. Wenn wir dann mal ja, zum Beispiel die anderen Teile ablegen oder wenn wir ein Set finden, wo wir uns überlegen, ach, vielleicht wollen wir das ja mal eines Tages probieren. Vielleicht wollen wir doch, wir können ja umskillen, wenn wir Schicksal zurücksetzen. Vielleicht wollen wir dann ja doch eines Tages mal so ein bisschen umgucken. Dann gucken wir uns doch mal jetzt erstmal die Quests an, die wir aktuell haben. Ach genau, wir haben immer noch die Quest. Hier ist auf jeden Fall mal uns wieder ein paar Seitenbücher. Und auch das lassen wir von hier mitgehen. Ich sage, 10 Stück brauchen wir ja an der Zahl. Und ja, die nehmen wir auch alle mit. Oh, und hier gibt es auch wieder eine Aufgabe von Sylareta Warum. Den Göttern sei Dank. Endlich hat es jemand von außerhalb hierher geschafft. Ich dachte schon, wir wären... Nun, ich dachte, ich würde nie wieder ein neues Gesicht sehen. Aber es ist gut, dass ihr hier seid. Ich bin Sylareta Wauner, die Arzneikundige des Dorfes. Und ich brauche eure Hilfe. Ja, was braucht ihr denn? Normalerweise habe ich immer einen Vorrat an Gegengift, falls mal ein Seidenernter gebissen wird. Doch nach den letzten Angriffen hat sich mein Lager geleert. Der Trank ist nichts Besonderes, aber nach all dieser Zeit im Netzwald reagieren wir empfindlicher auf das Spinnengift als die meisten anderen. Ich brauche deshalb noch eine weitere Zutat. Die Giftdrüsen der Spinnen selbst. Irgendjemand muss sie mir besorgen. Okay. Doch. Gut. Ja, wohl ich. Ich werde eine möglichst große Menge des Trankes brauchen. Dafür werden vielleicht 15 Drüsen erforderlich sein. Ja, wo ich die finde, ist mir schon klar. Was kannst du mir Mein geliebter sagen? Gemahl. Ich weiß, er hält sich für nutzlos, aber der Gute war mir immer eine unverzichtbare Hilfe, um dieses Dorf mit Heiltränken und Gegengiften versorgen zu können. Was kannst du mir dann über diesen... Er ist ein eifriger Mann, begierig darauf, uns alle nach seiner Pfeife tanzen zu lassen. Aber wer weiß, wie lange das Dorf mit einem solchen Anführer durchhalten kann. Einen schönen Tag noch. Eine Sache würde ich mal gerne wissen, wenn ich die Sachen hier mitnehme, ne? Kann ich die eventuell beim Schmied zerlegen? Das wäre, finde ich, zumindest ein Versuch wert. Nächster der 10.
Leicht erotischen Büchlein. Ja, dann für Sie brauchen wir 15 Drüsen. Es ist natürlich schon eine Zahl, eine Nummer, eine Hausnummer. Aber auch das werden wir hinbekommen. Ist natürlich blöde, hätte ich die Aufgabe vorhin angenommen. Da weiß ich, wie viel ich schon hätte. So, dann muss ich noch mal kurz in die Schmiede, weil ich das mit da Bauern, also ins Gasthaus, wo aber auch die Schmiede mit drin ist, weil ich das mit den Bauernklamotten gern probieren würde. Weil das wäre vielleicht eine ganz gute Variante, um so ein paar Sachen ranzukommen. Schmiede zerlegen. Ja, okay, gut. Ist echt nur für Waffen. Achso, ja. Die Aufgaben haben wir ja schon alle angenommen. Dann gehen wir raus und ja, erneut stehen wir vor der schweren Frage. Was machen wir? Ja, ich weiß, die Hauptquest, ich vernachlässige sie. Ja, ganz schön stark an sich. Ich glaube. Ich glaube echt, ich würde wahrscheinlich als nächstes mal diese Schlossjolbern aufsuchen. Ich hoffe natürlich, dass ich dabei vielleicht ein paar Spinnen begegne. Das wäre natürlich nicht schlecht, da nebenbei schon mal ein paar Spinnen zu kriegen, also ein paar Giftdosen von denen. Ja, das wäre jetzt so mein erster Plan. Ah, hier vorne ist wieder ein Schrein, den wir angrabbeln können, das machen wir natürlich. Und da vorne scheint auch dann schon irgendwas zu sein. Ein Moment. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ah, es scheint, als würden sonst die Sachen, die hier drin sind, vielleicht gar nicht beim Schmied angezeigt werden. Das müsste ich dann auch nochmal prüfen. Schon geplündert? Ja. Ja, natürlich, das habe ich schon geplündert. Eigentlich eine dumme Frage. Weil von ihm habe ich hier das Birkenholzzepter. Dann gucken wir uns noch das mit dem Schloss mal an. Anderen Eingang finden, ja. Weil, wie man sieht, also nur um es mal eben zu zeigen, wir haben gerade eben auch schon ganz gut gesehen, dieser Eingang, da kommen wir nicht weit. Aber ich vermute, es bedeutet ja nicht sonderlich viel Gutes für die Schlossherren, wenn der Eingang nicht mehr funktioniert. Auf jeden Fall erstmal wieder ein Stein. Jolvan steht stolz und mächtig. Geformt und geschaffen von Feilen vergangener Zeiten. Wenn ihr uns hört, so schlafen wir noch. Doch seid frohen Mutes, Neuankömmling. Unsere Mächte sind alt, doch unsere Siege ewig. Wir haben dem Netzwald und den Wäldern des Sommers den Frieden. Fäulnis und Verfall und Schmutz wuchsen aus diesen Sümpfen und Tälern und verbreiteten sich wie Krankheiten. Angeführt wurden sie nicht von einem Monster, nicht von einer grauenhaften Kreatur, sondern von ihr. Ihr, die allein schreitet, der Mutter von 100.000 Spinnen.
Sie ist eine Königin des Netzes und des Gifts. Sie nennt sich selbst die Witwe. Tja, scheint ja vielleicht doch ein bisschen mehr an dieser Geschichte dran zu sein, als unser Dorfvorstand glaubt. Das Blätterdach erstreckte sich weit hin und hielt das Licht des Sommers ab. Doch wir drängten weiter vorwärts nach Katrus, in die Höhle der Witwe. Wir waren bei unserer Ankunft geschwächt, doch sie war noch schwächer, da ihre Kinder vor unserem Marsch gestorben waren. Nach Eschara verbanden wir sie. Und dann spürten wir den Ruf des Winters. Einige fielen in den Schlaf. Ich hielt Wache. So, wieder ein Schloss zum Knacken. Schwert des Halbdunkels vergleichen. Ich nehme es erstmal mit, aber auch das Großschwert dürfte ein Zweihandschwert sein. Und dementsprechend wieder mal nichts für uns. Ein Winterwind bläst kälter als je zuvor. Der Sommer bringt unsere Brüder, unsere Clans nicht zurück. Was geschieht mit der Wache, die ich halte? Trippelt da jemand über mein Netz? Ich spüre das Herz des Netzes. Ich dachte, der Spaß wäre vorbei. Pulsieren. Ihre Spinnen sind an den Toren. Wir glaubten, dieser Tag würde nie kommen. Die Witwe wandelt. Die Witwe wandelt. Tja. Scheint, als dürften wir gleich gegen die Spinne. Es rührt sich jemand in Yolvan? Ah, doch gewiss nur ein jämmerlicher Sterblicher aus dieser dem Untergang geweihten Stadt. Meine Katrusbrot würde sich gewiss gerne an jemanden wie euch laben. Die letzten von Yolvan sind tot. Euer kleines Städtchen folgt als nächstes. Sagt ihnen, die Witwe ist zurück und fordert ein, was einst ihr gehörte. Oh!
so einen Extra-Angriff macht, drückt einfach danach die drei möglichen Tasten. Also auf der PlayStation sind es Viereck, Dreieck, Kreis. Auf dem PC sind es vermutlich andere, wie auch auf der Xbox auch. Und ja, bis ihr halt seht, was ihr wirklich braucht, habt auf jeden Fall eine gute Chance, auch wirklich 100% zu erreichen. Gut, ist wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn man es nicht macht, aber ja, man sieht, ich bin jetzt schon fast im Level 9. Ja, hier haben wir primitive Stahlschlagkrams, wie wir sehen. Die sind vom Schaden her eigentlich besser als der Bogen. Ich nehme die mit. So, da hinten war noch ein. Ist der jetzt offen? Genau, also für die Witwe, die haben wir natürlich eine neue Quest bekommen. Wir sollen einfach aus dem Schloss fliehen. Aus dem Schloss fliehen. Vermutlich nicht so leicht. Und ich vermute, wir müssen hinten durch den einen Raum gehen, der vorhin noch nicht so. Punkt packen wir in Verstohlenheit. Die Punkte hier, 25 an der Zahl, wer bräuchten 35? Schlachtentaumel. Okay. Oder wir überlegen uns doch jetzt mal was in Zauberkraft zu packen. Wir gehen in unser Inventar. Als sekundäre Waffe wählen wir jetzt einfach mal aus. Oh, das sieht doch ganz nett aus. 14 von 15 Drüsen haben wir. Thank you.
ich bin jetzt hier. Gut. Ja, auch diese Folge wird wieder etwas länger werden. Ich möchte euch jetzt allerdings sozusagen nicht hier rausschmeißen. Schon, dass man sagen kann, dieser Raum hat sich gelohnt, da die Technik wieder rauszuhauen. Ja, ach, das war ja so, dann gehen wir jetzt aber raus, weil wie gesagt, wir wollen die Episode jetzt ja auch zu Ende bringen. Genau, da haben wir jetzt zwei Aufgaben fertig. Wir reisen noch eben nach Kanaros. Kanarok. Ja, lassen wir den Namen, das muss ich echt noch üben. Genau, aber die Aufgaben geben wir dann erst in der nächsten Episode ab. Ja, ich weiß, was für ein Spoiler. Was für ein... Nicht Spoiler, was für ein... Witwe Namen wart ihr? Egal, ja, sagt mir nur das Geheimnis von Schloss Jolvan. Schicken wir diese Spinnen zur Hölle. Tja, ja, wie gesagt, wir machen es. Ich muss mich in Sicherheit bringen. In der nächsten Folge machen wir hier weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und sagt bis dann.